Nur noch zwei Missionen bleiben übrig in der Fischmodus von Ahead in Time. Und ich würde sagen, weil das hier wirkt mir wie so ein finales Level und das hier nicht, machen wir das Level hier unten. Ein blauer Fleck für ein blaues Schiff. Das ist kein Ende in Sicht. Schließe 40 Aufgaben. Oh nein, warte mal. Letzte erstmal das Leer des Schiffs. Es könnte sein, dass es noch einige unbekannte Wege gibt. Schließe 40 Aufgaben ab. Verpasse keine. Schließe 70. Nein, das ist aber jetzt nicht Shipshape, oder? Nein. 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 Bitte nicht Shipshape. Nein. Bro, ernsthaft? Ein Meter davor? Ich bin wieder übelst überfordert. Oh, ich hasse diese Mission. Das ist so stressig. Ich will nur mal sagen, das ist mein 8er Try oder so. Ich bin nicht ansatzweise weitergekommen. 12 von 18 vielleicht ist weitergekommen, ich weiß es nicht. Ich bin übelst frustriert. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will dieses Spiel am liebsten 20 Jahre lang nicht mehr anfassen. Auf jeden Fall steht ja 9, 8 Meter. Irgendwo ganz, ganz in der Nähe. Aber es ist dann doch irgendwie aus irgendeinem Grund weiter weg. Das habe ich so oft hier. Die Pfeile sind eine gute Idee, aber eine sehr katastrophale und schlechte Umsetzung. Okay, eine Mission. Eine Mission. Oh mein Gott. Endlich schaffe ich's. Oh. Ich kann nur jedem einzelnen von euch anraten, nimmt diesen verdammten Hut. Ohne den. Tja, was bleibt mir übrig? Ich muss so oder so jedes einzelne Level machen. Ein blauer Fleck für ein blaues Schiff. Okay, 70. Was war das? 70 Aufgaben oder so machen? Ich bin froh, dass ich jetzt schon die Bonus-Missionen weiß. Also 40 ohne einen einzigen zu verpassen und insgesamt 70. Habe ich das richtig verstanden? Wir werden es gleich sehen, wenn das geladen hat. Achso, ja. Es ist ein Level vom Seal Deal DLC. Da laden die Level super lange aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Und es gibt auch nur zwei. Also, zumindest weiß ich nur von zwei. Genau, ja. Ja, das ist Shipshape. 100 Pro. Okay, wie ist es nochmal? Schließe 40 Aufgaben ab. Okay, das ist die Hauptmission. Schließe 40 Aufgaben ab und verpasse keine. Und schließe 70 Aufgaben ab. Das heißt, weil ich kann so lange arbeiten, wie es geht, wie möglich, wie ich will. Oder wie ist das? Hä? Hä? Warte, aber den Zeitlupenhut, das weiß ich noch vom Originallevel. Der Zeitlupenhut war hier wirklich ein Lebensretter. Ohne den konnte ich es gar nicht schaffen. Also kann man schon schaffen, aber ich konnte es nicht. Das war das schwerste Level im, ich würde schon sagen Base Game, es war ja vom DLC, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das Schiff-Layout auswendig lernen ist natürlich ein No-Brainer. Ich glaube, für diese Mission werde ich aber extrem lange brauchen. Also wirklich extrem lange. Okay, der Text ist der gleiche. Und los geht's. Hör, was? Achso, oh Gott, jetzt schon verkackt. Ich hab vergessen, dass die erste Mission die da oben ist. Kann ich nochmal neu starten? Moment. Ey, wisst ihr, was jetzt das Schlimmste noch wäre? Wenn hier stehen würde, du hast nur drei Versuche. Weil das war so, es ist so ein unnötiges Gameplay-Feature. Das war bei Tiefsee der Fall, dass du da wirklich nur so ein paar Sekunden übrig hast. Ein paar Leben übrig hast. So dumm, warum macht man das? Okay. Achso, ich muss danach erst das aktivieren, okay. Ja, ich sag ja, ich hatte den ersten Run und dann den, naja, letzten oder halt ein paar lustige Szenen. Ihr kennt das ja schon. Ich sehe leider nichts. Ich sehe leider nichts, leider nichts. Aua, das tat weh, ja. Ey, Mann, das tat weh, Mann. Ey, ja, ja, Mann. Ey, das tat weh, Mann. Was hat mich da... Egal. Egal, hier ist ja zwei Leben, die ich mir schnappen kann. Ja, ja. Ich mag die Musik. Ich mag das Level nur nicht. Das ist wirklich das allerschlimmste Level im ganzen Spiel. Oh, da kommt Feuer raus. Oh, da kommt Feuer raus. Oh, ich bin fast tot. Wo kommt das andere hin? Wo kommt das andere hin? Ich hab was in der Hand. Wo kommt das hin? Nee, ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Ich glaube wirklich, dass ich euch einfach nur den letzten Try schaffe, zeige, weil das... Was soll ich euch hier zeigen, Mann?
Was zur Hölle soll ich euch hier zeigen? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Warte. Nein. Ich hab. Hallo? Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ist klar. Oh Gott. Ich will das nicht machen. Okay, basically ist es wirklich einfach nur das gleiche Level. Das ist gar nicht mehr so schlimm, merke ich gerade. Weil ich den Zeitstopp-Hut benutzen darf. Ich habe wirklich jetzt erwartet, wenn so ein Level hier kommen würde, dass dann stehen würde, ja, mach das ohne Abilities, so wie vorhin bei Mustache Girl. Aber zum Glück kam das jetzt nicht und ich bin da sehr froh drüber, weil das Level ist so schon AIDS genug, also ja. So verpasse ich da oben jetzt gerade eine Mission, weil, wie gesagt, ich muss das Level erstmal, ja, 100 Mal mindestens spielen, damit ich wieder alles weiß, wo ich lang muss, was alles hier, ne, wie, wo, was, Ananas, ihr wisst schon. Okay, gehört ich doch, hier. Ja, das ordinary letters. Ist ein Baby. Ja, aber so schwer dürfte es nicht sein. Wenn ich in einem guten Rhythmus die ganzen Sachen mal abgebe, dann ist es machbar. Nur halt die Bonusmission habe ich keine Ahnung, wie ich die machen soll. Weil schaut mal, da hinten ist noch irgendwas in der Waschküche oder sowas. Keine Ahnung wo. Hier. Ah, aber die bleiben länger jetzt, oder? Kann das... Oh, ich falle. Kann das sein, dass die Sachen hier ein bisschen länger bleiben? Bin mir gar nicht mal so sicher. Kein Problem. Alter, poppt so viel auf einmal auf. Das ist echt schlimm. Ah, ich muss da hoch, Mann. Ich wusste nicht, wo lang das war. Ich habe aber wirklich das starke Gefühl, dass man hier viel mehr Zeit hat. Und wenn das stimmt, dann danke, Devs. Also, warum soll das? Warum müsst ihr, was soll das, dass ihr dieses Level hier reinfügt? Aber trotzdem danke, dass das nicht so schlimm macht. Ja, brauchst nicht sauer sein. Hier, guck. So, ich gehe mal hier weiter lang. Weil hier ist direkt der Kindergarten. Da kann ich das Kind schon mal von meiner Hand loswerden. Schon mal ein Drinky-Drink. Okay, ich muss schnell nach unten. Ich weiß so leider nicht, wie ich nach unten komme. Bestimmt von hier. Oh, das ist aber gut. Manche Türen bleiben offen. Das spart natürlich ein bisschen Zeit. Das finde ich cool. Das finde ich sehr gut. Okay. Passe ich hier? Nein? Bin ich falsch? Ja, ich muss wirklich alles auswendig lernen. Und ich darf nicht vergessen, meinen Zeitstopp-Hut immer zu benutzen. Wirklich jedes einzelne Mal, wenn ich kann. Ich habe doch extra hier diesen Dings ausgerüstet. Genau. Oh oh. Wie komme ich da hin? Ja, das ist jetzt weg. Mission gescheitert. Aber ich kann es noch schaffen, oder? Jetzt wird es nur auf 0 resettet, oder? Nein? Nee. Wird nicht auf 0 resettet. Alter, das ist ja richtig böse. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Wo ich denn jetzt? Bin ich ja noch nie lang gegangen, oder? Nee, eigentlich nicht. Boah, das ist jetzt schon richtig wütend. Ja, aber okay, ich stelle mich aber auch schlecht an, muss ich zugeben. Schaut mal, wie schnell der jetzt aggressiv wird. Also man kriegt mehr Zeit für die Aufgaben, aber scheinbar habe ich das Gefühl, dass man weniger Zeit bekommt für den Chef, bevor der komplett ausrastet und so.
Ey. Ja, okay, komm. Ich hab's verstanden. Bis gleich. Warte mal, was? Ich muss das nur lang genug spielen, weil schaut mal, ich bin ja rausgegangen aus dem Level. Und hier steht, das bleibt immer noch. Warte mal, ich gehe mal in das Level rein, um zu gucken, ob das nicht irgendwie resettet wird danach. Hä, aber das wäre wirklich überhaupt nicht so schlimm. Halt nur die Bonusmission 40 hintereinander wäre richtig schlimm, aber 70 insgesamt ist doch überhaupt nicht schlimm. Da muss ich ja wirklich nur auf die Bonusmission achten. Ne? Oder? Doch, klar. Wenn das der Fall ist, ist das Level doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Nee, nee, doch nicht. Jetzt wird's resettet. Oh, das ist ja echt blöd. Warum wird's denn davor nicht schon resettet? Warum machen die denn das? Nee, dann ist es doch schwer. Es ist nicht extrem schwer, aber es ist schon schwer. Was trifft mich da? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns. Nein! Oh, verdammt! Ich bin hier so rum. Kann ich direkt abgeben? Hallo? Kann ich da bitte... Oh Gott. Oh, Blumen. Komm, touch, 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 touch. Wo muss ich was machen? Wo muss ich dringend was machen? Wahrscheinlich, oder? Oh, noch mehr Blue. Alter. Hallo, ich bin stuck. Oh. Okay, nach oben. Hallo. Alter, was ist nicht dein Ernst? Wo ist nächstes? Unten. Nee, doch, unten. Irgendwo geht was kaputt hier. Hallo? Ich sehe nichts. Ja, Essen wegbringen. Ich wusste es. Hallo! Nimm doch an! Ich muss ihn mitnehmen, ey. Nee. Oh, ich hab verloren. Tintenfisch hab ich verkackt. Ach du Scheiße! Hallo. Unremarkable messages. For me, you shouldn't have. You shouldn't have. Komm schnell, Garten. Garten ist extrem viel. Alter, das. Hallo, ich steck fest. Alter. Oh nein. Nein. Angeblich soll es einfacher sein, wenn man die erste Hälfte der Mission Sprinthut benutzt und dann später erst den Timestop-Hut. Also versuche ich das jetzt einfach mal. Nee.
Also, sorry, aber mit dem Sprinthut ist es für mich noch schwieriger. Ich komme gar nicht mehr klar. Wieso wird das gleich wieder gecancelt? Cool. Alter! Das so wieder raus. Oh Gott! Oh, Game Over. Hallo. Nichts. Neuer Rekord immerhin. Toll. Ja, geht ausgebaut jetzt. Ich geb's auf. Messages for me, you should have. Oh Gott. Ey, ich habe zumindest die Hauptmission geschafft, ja. Das ist doch was. Ich bin übelst überfordert gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich lang will. Ich bin so überfordert. Ich hasse dieses Level abnormal sehr. Das ist wirklich. Es reicht einfach. Es reicht einfach. Alter, noch ein Baby. Wie viel soll ich von denen noch tragen? Eins geschafft, eins geht kaputt dafür. Das Spielchen geht so immer und immer weiter. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. Hallo? Was ist das denn für eine Mission? Hier war ich noch nie. Baby. Natürlich. Warum frage ich überhaupt? Ist trotzdem bisher mein bester Run. Und da muss ich schon was sagen, weil ich hier überhaupt nicht gut bin gerade. Blumen ist immer geil. Blumen ist wirklich einfach ein Lifesaver. Bro! Attention, this is your captain speaking. Das war mein allerbester Run. Ich glaube, besser als das kriege ich das nicht hin. Lustigerweise habe ich in meinen anderen Runs immer überlegt, okay, wo will ich jetzt hin? Was mache ich da? Ich habe immer laut nachgedacht, okay, ich will dahin, ich will dahin, ich will das jetzt machen. In diesem Run habe ich einfach. Ich habe einfach gemacht, ne? Ich habe einfach überhaupt nicht nachgedacht, ich habe einfach nur gespielt und irgendwie war das bisher mein bester Run. Wie auch immer es sein kann. Ne? Und aus irgendeinem Grund war das ja halt aus irgendeinem Grund mein bester Run. Obwohl ich da wirklich irgendwie gar nicht nachgedacht habe. Ich habe einfach nur gemacht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja.
Cool, Belohnung, yay, ein Hut. Ich hatte erst was für ein Schiff, aber nee, es ist eine Kapitänsmütze. Warte, ich mach mal den Effekt jetzt wieder weg. Hier, gib mal wieder mein Hexenoutfit. Das ist ein Sprinthut. Der passt auf jeden Fall zum Level, also... Ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Warum nicht? Ich habe mich schlau gemacht, was Ruhe und Frieden in diesem Level machen würde, weil ich habe gedacht, Ruhe und Frieden machen in jedem Level einfach nur, dass man mehr Herzen bekommt. Das ist nicht so. Bonusmissionen, generell Missionen werden auch teilweise leichter gemacht. Hier in diesem Fall wäre es, schließe 60 Aufgaben ab statt 70, hätte ich fast geschafft, und schließe 30 hintereinander ab und nicht 40. Ja. Oh ja, und schließe 40 Aufgaben ab als Hauptmission. Aber überall 10 weniger. Und ganz ehrlich, das hätte ich jetzt sogar geschafft. Naja, da steht keine 59, da steht 60, okay? Da steht 60. Ich überlege noch, ob ich noch ein bisschen probiere oder ob ich das mit Peace and Tranquility einfach lasse. Keine Ahnung, ich überlege es mir noch. Ich bin frustriert. Drück doch, ich drück doch! Hä? Baby. Schon. Ich sehe halt vor allem nichts und ich wackel viel zu sehr rum. Ich habe keine Kontrolle von mir selbst. Und unten war noch was. Toll! Keinen Sinn. Along for me. Thank you for these ordinary letters, fellow passenger.
away with you. Unremarkable messages for me. You should have.
Bro! Alter! Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Ja, jetzt ist vorbei. Mann! Ich hab einen Plan. Das war dumm. Casino. Ich muss in den Garten. These are the birthday cards for my friend. Please give him them. Okay. Gott. Mein Herz. Bitte. Spiel, lass es mich jetzt schaffen. Da unten, oh nee. Ich kann die Mission schnell machen. Warum nicht? Ja. Doch, ich schaff das, ich schaff das. 40 Aufgaben. Komm schon. Nein, nimm mit, nimm mit. Hallo? Gott. Okay, erstmal Baby. Hab ich zwei Babys? Glaube ich nur eins. Ich hab nur eins. Okay, egal. Ich lasse die anderen einfach jetzt kaputt gehen. Egal. Ich will nur jetzt die 40 Aufgaben hintereinander schaffen. Damit ich das hinter mir hab. Komm schon. Yes! Ich hab was geschafft in meinem Leben. Let's go! Hier ist noch ein Baby, glaube ich. Ja. Ach Gott. Ich wacke so rum. Ich glaube nicht, dass ich die 70 Aufgaben jetzt noch schaffe in diesem Run. Keine Ahnung, aber ich glaube es irgendwie nicht. Bitteschön, dankeschön. Gott. Das ist so viel. Ab 30 Aufgaben gemeistert wird es extrem schwer. Ist so mein Eindruck von dem Ganzen hier. Wo ist noch was? Da hinten ist noch was. Oh, verdammt. Ich muss hier runter wieder. Die ganze Zeit kommen hier oben Sachen. Ja, hier unten. Ja, nee, doch, ist hier oben. Richtig. Ist richtig hier. Ja, sagen die jetzt kaputt. Egal. Muss ich mit leben. Kann ich nicht ändern. Ja. Ja. Ich lasse Sachen kaputt gehen. Was soll's. Ist zu weit weg jetzt gerade. Es kommt die ganze Zeit hier oben neue. Was soll ich da machen? Okay, ich gehe jetzt nächstes Garten. Ich gehe jetzt Garten. Oh Gott, okay.
Mein Highscore war ungefähr 60 oder so. Also mal schauen, ob ich das heute knacke. Ich bin nur froh, dass ich die eine Aufgabe zumindest habe. Immerhin eine. Hallo, hallo. Oh Gott. Okay. Okay, egal. Hier ist der. Oh Gott, da ist da richtig viel Essen. Was zum Teufel? Wie soll ich das schaffen? Ja, ist klar. Oder vor allem auch Waschküche, wie soll ich da jetzt so schnell hinkommen? Das ist einfach... einfach crazy, Junge. Was mache ich als erstes? Ja, ich glaube, ich gebe Waschküche auf. Ich mache jetzt hier die Orders. Wo war noch was? Da hinten war noch was. Okay, danke. Dann halt nicht spielen. Das ist ein Baby. Hallo? Da. Oh Gott, das schaffe ich nicht mehr. Der rastet so aus gerade. Weil alles kaputt geht. Schnell. Hier, zwei Missionen. Spann dich ein bisschen, Kumpel. Ich renne nach oben. Oben habe ich gerade die besten Chancen, das zu schaffen. Bei oben kommen gerade so viele Aufgaben. Oh Gott. Okay. Ey, Fun Fact: Elevator. Ich habe nie gewusst, dass hier ein Elevator ist. Cool, oder? Komm, entspann dich. Hier ist ein Baby drin. Komm, entspann dich. Genau, entspann dich. Einfach entspannen. Alles wird chillig, alles wird easy. Guck mal, hier ist noch ein Baby. Komm, kann man direkt liefern. Liefere Babys. Bin Storch. Hier, bitteschön. Hä? Oh, hier ist noch eine Aufgabe. Hab ich gleich gemerkt. Komm. Schnell. Gib her. Noch ein Baby. Oh, noch ein Baby. Sehr gut. Noch eine Aufgabe, die ich direkt nebenan machen kann. Das geht alles kaputt. Hier kann ich was ausliefern. Garten. Oben. Oben ist was. Oh Gott, ich bin auf der falschen Seite. Aber er hat sich ein bisschen beruhigt. Auch wenn jetzt unten ein, zwei Sachen kaputt gehen, hat sich ein bisschen beruhigt. Was zumindest ein... ja, doch schon ein Vorteil ist. Wieder ein Baby? Sehr, sehr gut. Ja, noch ein Baby. Sehr gut. Okay. Ein Baby. Ja, jetzt regt er sich wieder auf. Weil so viele Sachen wieder kaputt gehen. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, hier oben die Missionen sind am einfachsten, weil alles so in einem Bereich ist. Okay, jetzt ist sehr, sehr viel im Garten. Ich gehe jetzt im Garten. Let's go. Schau mal, wie viele Aufgaben da sind. Das könnte sich lohnen. Kann, muss aber nicht. Oh, ich muss mich aber jetzt richtig beeilen. Also richtig. Wäsche. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier sind zwei Aufgaben direkt. Alles Wäsche. Ich will keine Wäsche. Zum Ausliefern für oben? Komm schon, Bro. Oh, Pflanzen. Ja, das sind die geilsten. Oh, das sind die allergeilsten Aufgaben. Okay, neuer Rekord. Oh, so viel ist oben. Aber jetzt nach oben zu kommen, dauert ein wenig. Deshalb bleibe ich erstmal ein bisschen hier. Gib her, gib her. Casino-Aufgaben sind meistens ziemlich easy. Sind auch immer meistens hier direkt im Raum. Genauso wie die Lobby-Aufgaben. Meistens einfach nur, please pass these uncoded messages. Ne? 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 Ja. Okay, ich geh Küche. Da oben geht was kaputt. Okay, ich geh Küche und dann porte ich mich hoch. Nachdem ich Wäsche gemacht habe. Küche, Wäsche, hochporten. Oder ich gehe erstmal unten und dann Küche oder so. Keine Ahnung. Schau mal. Hallo.
Doch gefühlt es herum. Ja, das passiert dabei. Und jetzt bitte nicht hinfallen. Alter, ich hab's fast. Oh mein Gott, ich... Okay, stopp. Leise sein. Ich muss nach oben. Ich schaff's! Jetzt kann ich mehr so wütend. Oh mein Gott. Oh mein Gott, endlich. Aua. Aber noch nicht zu früh, Freund. Ich kann noch was total schief gehen jetzt. Hier sind 12 einmal. Yo! Ja, ich schaff's! 69! Okay, jetzt einfach nur noch nach oben und da oben Aufgaben machen. Mehr ist nicht. Baby! Das ist gut! Direkt Baby! Oh mein Gott! Okay, 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 ich hab das! Ich schaff das! Ich schaff das! Oh mein Gott, ich hab's! Ich hab's! Der Albtraum! Der Albtraum ist endlich vorbei! Das Verfahren spielt noch ein bisschen weiter. Ich kann euch ja, während ich noch ein bisschen weiterspiele, noch ein bisschen erklären, wie es hier funktioniert. Also, auf jeden Fall Map-Layout auswendig lernen. Falls ihr es nicht auswendig könnt, dann entweder lernt ihr es ein bisschen beim Ausprobieren, beim einfach so casually das hier spielen, oder ihr geht einfach im Freeplay, einfach mal ein bisschen hier reingucken. Open World, Free Roam, was auch immer das heißt. Ja, auf jeden Fall müsst ihr das hier auswendig lernen. Oder zumindest größtenteils auswendig lernen. Das reicht auch schon aus. Ja. Ich glaube, der Ort, den ich mir am meisten vertan habe, war wirklich einfach mit dem Kraken. Weil der hat so komische Connections, die gar nicht offensichtlich sind, finde ich. Ich glaube, da hatte ich die meisten Probleme immer, dass ich den Kraken immer verkacke. Obwohl der eigentlich nicht so schwer ist, tatsächlich. Genau, ich lasse euch mal ein Bild da lassen. Ja, ich werde euch mal ein Bild da lassen von, allen Icons, welcher Raum für jedes Icon steht, weil jedes Icon hier steht für einen bestimmten Raum. Und das ist auch natürlich auch sehr, sehr wichtig, das zu wissen. Weil das wird euch auf jeden Fall noch sehr helfen. Mir hat's geholfen, endlich zu erkennen, was was ist. Ich hätte nicht den Unterschied gewusst zwischen, hier, Wäschekorb braun und Wäschekorb gelb. Ich hätte mir nur gedacht so, hä? Warum sind das zwei verschiedene Wäschekörbe? Boah, ich muss da lang, verdammt. Aber ja, das hätte ich mir halt gedacht. Also es ist schon hilfreich, würde ich mal behaupten. So, ich gehe jetzt schnell Garten. Ich weiß nicht, warum ich weiterspiele. Eigentlich ist das Qual. Aber ich spiele trotzdem weiter. Egal. Ach komm, nicht noch ein Baby. Das ist doch blöd. Alter, Blumen sind halt wirklich das Geilste. Das ist einfach eine kostenlose Aufgabe. Einfach nur... B drücken, das war's. Hast du direkt Aufgaben bekommen. Das ist so nice. Puh. Ansonsten, von meinem Gameplay und meinem stillen Gameplay, was ich wahrscheinlich eingeblendet habe, könnt ihr auch erkennen, wie das hier alles so gut funktioniert. Es ist wirklich, wirklich schwer. Erwartet nicht, dass ihr das in den ersten 10 Versuchen hinkriegt. Also, das werdet ihr nicht. Das kann ich euch schon sagen, wie es ist. Meldet ihr nicht. Ach ja, das ist wirklich einfach so eine Abkürzung, die habe ich jetzt nie benutzt. Aber hier, wenn ich zur Wäsche ganz schnell will, ich kann auch einfach hier lang gehen. Benutze ich nie, weil ich das immer vergesse, dass man hier in diesem Elektroraum dahin kann. Keine Ahnung warum, aber das ist bei mir einfach so. Keine Ahnung. Aua. Meine Mission. Dann habe ich schon fast verloren, aber dann doch nicht. Haha. Ja, dann kann ich auch hier wieder zurückgehen, theoretisch. Aber mache ich lieber nicht, weil ich sehe gerade, Essen ist sehr, sehr viel. Essen ist viel. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich einfach, dass man nach 3 Aufgaben in der Hand super, aua, super am Rumschwanken ist. Das ist halt wirklich ätzend. Das ist wirklich super, super ätzend. Schau mal, wie viele Aufgaben hier auf einmal sind. Was zum Teufel? Oh, oh, ich sterbe. Sterben wäre jetzt richtig schlecht, würde ich kurz sagen. Weil ich habe das Gefühl, meine Aufgabe wird dann nicht akzeptiert. Also könnte sein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh Gott. Ich will nicht sterben, bloß nicht. Aber ich finde es krass, ich lebe einfach immer noch. Oh Gott.
Aber ihr wisst gar nicht, wie sehr ich diese Aufgabe hasse. Es war wirklich so ein Frust, so eine Qual. Ja, ich laber zu viel, ich weiß. Eigentlich bin ich ja schon fertig. Und ich bin trotzdem weiter. Falls ihr euch denkt, warum eier ich so rum? Steuerung. Wie gesagt, wenn ihr drei Aufgaben habt, dann eiert ihr halt so rum, wie ich es tue. Könnt ihr nichts dafür, könnt ihr nichts machen dagegen. So, auf jeden Fall immer das nehmen oder das machen, was am nächsten ist. Am besten, wenn ihr drei Aufgaben habt, versucht, dann versucht die goldenen Ringe, also die gelben Ringe, zu machen. Außer es ist halt irgendwas direkt in der Nähe. Und dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ja, was kann ich noch für Tipps geben? Ich will keine Tipps geben, das Video ist eigentlich viel zu lang bestimmt schon. Ja. Keine Ahnung, Mann. Zwei Babys hier. Alter, ich bin doch immer so krass. What the hell? Oh Gott. Ich hab nichts mehr zu sagen, Leute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und das ist so gut, dass so viel im Garten ist. Das ist wirklich das, was ihr immer haben wollt. So viele Aufgaben auf einmal in einem Ort, weil dann wisst ihr, wenn ihr da einmal hingeht, könnt ihr so viel auf einmal abschließen und auch Neues anfangen. Schaut mal hier, wie viel ich hier abschließen kann. Wahrscheinlich irgendwie 4 Blumen oder so bestimmt. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich muss mich jetzt aber beeilen. Okay, komm, ich spring runter. Erstmal die Blumen. Die sind am schnellsten. Ja. Bonk. Nach der Zeit wird es einfach unmöglich, alles hier zu finden, alles hier zu bekommen, alles hier zu machen. Unmöglich wird das. Und es dauert übrigens super lange, von hier aus auch da ganz oben zu klettern, wo ich gerade bin, im Raum, in dem Garten. Also macht das hier beim Garten wirklich nur, wenn ihr dafür auch genug Zeit habt. Jetzt in meinem Zeitpunkt gerade sollte man das nicht mehr machen. Das lohnt sich nicht mehr. Ja, komm, sure. Warum nicht? Mach hier unten die Aufgaben. Oh, hier ist Heilung. Gut gebrauchen jetzt. Zack, zack. Wo will ich lang? Ganz ehrlich, eigentlich will ich aufhören. Ja, ich höre auf. Komm, genug. Es reicht. Was war dein Rekord? Boah, über 100! Boah! Ey, ich bin irgendwie stolz auf mich jetzt. Cool. Aber keine Ahnung, Leute. Also, das würde ich, das möchte ich wirklich ungern nochmal spielen. Ja, sorry für die Überlängen an Folgen jetzt in letzter Zeit, aber... Ey, irgendwie muss ich doch mal durch werden mit dem Spiel, oder? Oh, ich bin finally endlich durch. Oh mein Gott, es fehlt nur noch ein einziges Level hier im Deathwish-Modus. Und das schauen wir uns dann, ich meine, die Folge ist viel zu freaking lang. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Bis dahin und ciao. Ich muss mich erstmal beruhigen. Zu viel Frust abbauen muss ich jetzt. Obwohl ich das Level so sehr hasse, fühle ich mich gerade richtig gut, dass ich das geschafft habe. Ach ja, und nicht vergessen, dass es hier beim Kindergarten noch einen Babysticker in der Wand gibt. Wenn ich ihn bekommen würde, kann man natürlich auch noch haben. Yay! Baby Mode!